Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es eine weitere Ausgabe der Hertha BSC News. Und zwar werde ich heute mal wieder auf neue Transfergerüchte eingehen und einmal ganz kurz das Hinrundenfazit von Freddy Bobic thematisieren. Doch bevor ich damit beginne, wie immer der Hinweis, abonniert ganz gerne den Kanal für tägliche Hertha BSC und Bundesliga News natürlich kostenlos. Und wie ihr seht, seht ihr, dass viele Zuschauer zwar derzeit meine Videos schauen, aber noch nicht abonniert haben. Das heißt, abonniert gerne den Kanal und liked gerne dieses Video, sollte es euch gefallen. Und ich würde sagen, starten wir sofort rein mit der heutigen Transfer-News. Und zwar will Hertha BSC sich ja im Winter bzw. auch im nächsten Sommer verstärken, um für die nächsten Saisons gut gewappnet zu sein. Und dazu sucht man einen Spieler. Und zwar, ja, es steht jetzt ein weiterer Spieler auf der Wunschliste von Hertha BSC drauf. Fußballtransfers berichtet, dass Hertha BSC Interesse an Koray Günther habe. Der Mann ist in Höxter geboren, ist 27 Jahre alt und spielte aktuell bei Hellas Verona in der Serie A. Ja, er ist ein Ex-Dortmunder, hat schon mal für Dortmund gespielt, stammt aus der Jugend von Dortmund und ist dann von Dortmund aus zu Galatasaray Istanbul gewechselt und dann von dort aus in die Serie A. Und ja, man muss so sagen, er kam jetzt innerhalb der letzten zwei Jahre seine Karriere wieder auf Vordermann, hat bei Galatasaray Istanbul, ja sage ich mal, mehr als vier Jahre gespielt und dort nicht wirklich Fuß fassen können, hat weniger Einsätze absolviert und ist jetzt im Laufe der letzten Jahre ein bisschen in Einsatz gekommen. Er hat für Hellas Verona bereits schon 74 Spiele absolviert und in diesen 74 Spielen ein Tor und drei Vorlagen gemacht und ist ein Innenverteidiger. Das heißt, Hertha BSC hat Interesse laut Fußballtransfers an einem Innenverteidiger und man muss so sagen, das Interesse kann ich momentan nicht so ganz nachvollziehen. Blicken wir einmal auf unsere Innenverteidigerposition. Wir haben dort aktuell vier Spieler. Marcin Dardai, Jean Trunaria, Niklas Stark, Dedrick Boyata. Und im Sommer soll ja bekanntlich Marc-Oliver Kempf zu Hertha BSC stoßen. Wobei das ja natürlich noch so fast noch auf der Kippe stehen könnte. Da muss man in den nächsten Wochen begutachten, inwiefern sich die Verhandlungen entwickeln. Und sollte eben Niklas Stark im Januar verlängern. Und so könnte es ja sogar fast aussehen, denn im Januar werden die Gespräche begonnen. So sind wir auf der Innenverteidigerposition mit Koray Günther mit sechs Personen besetzt. Und das wäre natürlich viel zu viel. Blicken wir auf Koray Günther. Er ist 27 Jahre alt, kommt so langsam aus dem Talentealter raus, ist 1,86 Meter groß und überragt vor allem und überzeugt vor allem mit seiner wahnsinnigen Zweikampfstärke und seinem starken Stellungsspiel. Das sind seine Stärken und die hat er jetzt in den letzten Jahren bei Hellas Verona auf jeden Fall nochmal verbessert. Sein Ziel, muss man sagen, ist die Bundesliga, denn ich zitiere ihn: Die Bundesliga ist und wird immer mein Ziel sein. Ich würde mich selbst gerne in Zukunft nochmal dort sehen. In Deutschland möchte ich das, was ich beim BVB angefangen habe, irgendwann fortführen. Dabei sind Bundesliga-Einsätze gemeint. Bundesliga und grundlegend kann man sagen, Koray Günther macht eine gute Form aktuell bei Hellas Verona, spielt jedes Spiel Stamm, außer Spiele, wo er eben verletzt war und ab und zu mal so ein paar Dinge. Aber ansonsten muss man sagen, er ist absoluter Schlüsselspieler in der Serie A, liefert dort gute Leistungen ab und für 3 bis 4 Millionen, so berichtet die Bild, sei die Transfersumme gestiegen, könnte man möglicherweise im Sommer dort angreifen. Aber meiner Meinung nach, die Innenverteidigerposition ist eine Position, die wir nicht füllen brauchen. Die Innenverteidigerposition, ja, die ist voll bei uns. Wir müssen uns punktuell in den Außenverteidigerpositionen verstärken, möglicherweise auch auf dem ZM im Sturm, aber überall außer auf der Innenverteidigerposition. Sollten wir dennoch hier ein Schnäppchen machen können, bin ich natürlich nicht dagegen. Aber ja, so muss man jetzt erstmal weiterblicken. Meiner Meinung nach wäre das erstmal kein guter Transfer. So, dann gehen wir mal ein auf Freddy Bobics Rückrundenfazit. Er hat in Form eines Interviews bei Hertha TV einige weitere, ja, seine Meinung zu den bisherigen, ja, 6 Monaten, die wir, beziehungsweise schon 7 Monate, die wir mit Freddy Bobic hatten, hat sie gesagt. Ich werde euch einmal ganz kurz alles zusammenfassen, auch nochmal meine Meinung dazu sagen. Und ja, Freddy Bobic sagte zunächst zu seinem Amtsantritt: Mich hat einiges daran gewundert, wie man bei Hertha BSC miteinander gearbeitet hat. Viel Inseldenken, jeder hat sein eigenes Ding gemacht. Sicher, nach bestem Gewissen und Wissen, aber nicht zusammen. Und das deutet halt nochmal darauf hin, dass die Verein durch Freddy Bobic ein bisschen eine veränderte Philosophie bekommen hat. Es geht mehr darum, etwas gemeinsam zu schaffen. Es geht mehr darum, zusammenzuarbeiten und weniger einzelne, ja, Bereiche auf andere Leute auszuschermen, sondern dass jeder sich um alles kümmert. Und ja, der Verein bietet auf so vielen Ebenen so viel Potenzial. Und das muss man dazu sagen, das thematisiert Freddy Bobic auch. Freddy Bobic hat nämlich gesagt, bei Hertha war es wie auf dem Amt. Die haben wir immer so gemacht. Also machen wir es weiter so. Man ist fast eingeschlafen. Dabei steckt viel Talent in diesem Verein. Das muss man nur fördern. Die Entscheidungsfindung war eher passiv, genauso wie das Spiel auf dem Platz. Und
Das deutet darauf hin, dass das Spiel von Hertha BSC und Hertha BSC an sich, dieser Verein hat auf so vielen Ebenen so viel Potenzial. Allein schon der Standort Berlin, unsere Spielweise, dieses Spielermaterial, was wir zur Verfügung haben. Alles an dem Verein hat Potenzial, sich weiterzuentwickeln. Und bei guten Transfers, nicht nur Transfers, aber bei guter Weiterentwicklung des Vereines, die Ausführung auf mehrere Bereiche, die Einführung von bestimmten Personen und ja, dann sieht man halt, kann man dieses Potenzial fördern. Und das genauso stellt es Freddy Bobic aus. Und Freddy Bobic hat zusätzlich noch dazu gesagt, nach kurzer Zeit habe ich schon gedacht, puh, das wird ein langer Weg werden. Kein einfacher. Es ist ein Prozess vorzunehmen und alle mitzunehmen. Was heißt denn Leistung? Was heißt es, an seine Grenzen zu gehen? Und das beschreibt auch nochmal ein bisschen die Philosophie Freddy Bobics. Man muss bei Freddy Bobic Mentalität dabei sein. Man muss diesen Verein unterstützen, lieben auf allem, was man kann, wie man es kann. Man muss alles geben. Und dabei sind nicht nur die Spieler gemeint, sondern dabei sind alle in dem Verein gemeint. Jeder noch so unwichtige Beruf in diesem Verein muss alles geben, damit dieser Verein einen Prozess durchleben kann, welcher die Weiterentwicklung des Vereines fördert. Und ja, Freddy Bobic hat zusätzlich nochmal als kleines Rückrundenfazit abgegeben, Hinrundenfazit. In den letzten 2 bis 3 Wochen hat mir gefallen, dass die Mannschaft viel aktiver war. In der Analyse der letzten 4 bis 5 Jahre Hertha kam raus, dass es immer eine sehr passive Mannschaft war, die nur aus dem Moment heraus agiert hat. Das wollen wir wegbekommen. Und das beschreibt noch einmal den Wechsel, der durch Taifun Korkut jetzt angeführt wurde. Ja, es geht jetzt einfach nur darum, diese Weiterentwicklung, die jetzt angestoßen wurde, mit Taifun Korkut weiterzuführen. Und dann kann man ab dem Hinrundenfazit bzw. in der Rückrunde beurteilen, inwiefern man mit Taifun Korkut weitermacht. Sollte er das durchziehen, wie er es momentan weitermacht, sollte er seinen Punkteschnitt weiterhin bei 1,75 pendeln, so sehe ich nicht den Grund, warum man nicht mit Taifun Korkut in die kommenden Saisons gehen sollte. Wobei man sagen muss, jetzt ist viel utopisches Denken, jetzt sind wir erstmal alle, ja, ich sage mal, beschwichtigt durch den Dortmund-Sieg. Jetzt muss man die Entwicklung abwarten, die nächsten Spiele abwarten, wie sich die entwickeln und auf Basis dieser Entscheidungen fällen. Und ich würde sagen, damit beende ich das Video heute. Abonniert gerne für tägliche Hertha BSC und Bundesliga News und like gerne dieses Video. Ich würde sagen, das war's für heute. Schönen Tag noch und tschüss.